dann lege ich einfach direkt los. Ja, hallo, es ist wunderschön, hier zu sein. Wir freuen uns. Wir wollen heute ja, wie gesagt, über unseren Teaching Slam sprechen. Und im Lernenden Service Center, da beschäftigen wir uns viel mit Lehre und wie man sie weiterentwickeln kann. Und deswegen möchte ich mal mit einem Beispiel einsteigen, wie wir das gemacht haben. Wir haben uns im letzten Jahr mit einem Lego Serious Play Workshop beschäftigt mit der Frage, wie sieht eigentlich aktuell gute Lehre an der HTW aus? Und das, was Sie auf der Folie sehen, das war unser Ergebnis am Ende. Und wenn Sie da genau hinschauen, dann werden Sie so kleine pinkfarbene Diamanten entdecken. Und das waren, da waren wir uns alle einig, die Lehrkonzepte, die guten Lehrkonzepte an der HTW. Die sind vorhanden, aber sie sind so ein bisschen versteckt und man muss sie suchen wie so kleine Schätze. Und natürlich haben wir uns dann auch gefragt, ja, warum ist denn das so? Und aus unserer Sicht wird einfach viel zu wenig gesprochen über Lehre und es gibt viel zu wenig Austausch. Und dazu passt auch eine kleine Geschichte, viel zu wenig Gespräche über Lehre. Eine Geschichte, die mir eine Professorin im Interview erzählt hat. Sie hatte sehr großes Interesse daran, eine gegenseitige Lehrhospitation durchzuführen. Hat lange gesucht und einfach niemanden gefunden, der mitmachen wollte. Ja, also Lehre findet hinter verschlossenen Türen statt, so wie es auch auf dem Bild zu sehen ist. Es wird bestenfalls nebenbei besprochen, vielleicht am Mittagstisch oder in irgendwelchen Meetings, so am Rande, wo es gar nicht auf der Agenda steht. Alles irgendwie inoffiziell. Ja, dann schauen wir mal die andere Seite an, nämlich Gespräche über Forschung. Da sieht es ganz anders aus bei uns an der HTW. Da gibt es jede Menge offizielle Infos. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Newsletter zum Thema Forschung. Wir haben persönliche Websites von unseren Forschenden, die sie erstellen, um ihre Forschung zu präsentieren. Wir haben jede Menge Events an der HTW zum Thema Forschung. Das Forschungsforum sieht man hier zum Beispiel oder den Wissenschaftsexpresso und es gibt noch viele mehr. Es gibt einen Online-Forschungskatalog, wo man sein Projekt eintragen kann und dann eben auch gefunden werden kann von den Kolleginnen und Kollegen. Und wahrscheinlich gäbe es noch viel mehr Beispiele. Sie sehen, worauf ich hinaus will. Es gibt einfach viel mehr Anlässe, über Forschung zu sprechen als über Lehre. Und das wollen wir vom Lehrenden Service Center natürlich ändern. Und dafür braucht es Ideen. Ja, Ideen. Wie findet man Ideen? Man geht auf Konferenzen und Weiterbildungsveranstaltungen, so wie das hier eine ist. Und tatsächlich ist die Idee für unseren Teaching Slam auf dem letzten University Future Festival entstanden in 2023. Da habe ich mir einen Vortrag angeschaut von Kim Bese, der hieß Poesie und Wissenschaft, wie die Hochschullehre vom Science Slam lernen kann. Und sie hat mich mega geflasht, als sie plötzlich anfing, ihre Gedanken in Reimform vorzutragen. Und alle anderen nebenbei gesagt auch. Es gab wirklich tosenden Applaus nach ihrem Vortrag. Und es hat einerseits Spaß gemacht zuzuhören und andererseits war aber die Botschaft trotzdem glasklar. Und ich dachte, ja, so möchte ich auch über Lehre sprechen. Das ist genau das, was ich mir wünsche. Und das war die Geburt der Idee vom Teaching Slam, wo wir gesagt haben, okay, wir veranstalten einen Science Slam, aber wir sprechen nicht über Wissenschaft und Forschung. Wir wollen über Lehre sprechen. Und den Teaching Slam, den möchte ich jetzt ein bisschen genauer nochmal beleuchten. Der hatte das Motto TeachX Teaching Slam. Und wenn Sie das schon mal gesehen haben, dann kommt es Ihnen vielleicht ein bisschen bekannt vor. Natürlich ist es eine Anspielung auf den TEDx, die TED Talks, die man kennt. Sie stehen für unterhaltsame und kurze Vorträge, dafür, dass die Expertinnen frei reden, in lockerer Atmosphäre, ohne Redepult. Das steht für Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden, für Lösungen, die diskutiert werden, nicht dafür, dass Probleme gewälzt werden und natürlich auch für interdisziplinäre Vernetzung. Und all diese Werte fanden wir genau richtig für unsere Veranstaltung, wollten sie auf unsere Veranstaltung übertragen. Und deshalb das Motto. Ja, dann gab es natürlich noch ein Thema, was wir bedenken mussten. Wir organisieren im Team schon eine große Veranstaltung im Jahr, nämlich den Tag der Lehre. Das ist an der HTW ein etabliertes Veranstaltungsformat, wie gesagt, jährlich. Und es fließt sehr viel Zeit und Vorbereitung und Geld in diese Veranstaltung, vor allem auch in die Teilnehmendenakquise. Und es war klar, zwei große Veranstaltungen kriegen wir im Team gar nicht gestemmt.
Aber auch beim Tag der Lehre geht es darum, gemeinsam ins Gespräch zu kommen über Lehre und Neuigkeiten auszutauschen. Und das Format ist auch jedes Jahr ein anderes. Das heißt, es gibt kein Schema F. Und das machte den Weg frei für uns, um zu sagen, okay, dann fusionieren wir einfach die beiden Veranstaltungen und sagen, unser Tag der Lehre ist dieses Jahr der TeachX Teaching Slam. Und dann standen wir vor der ersten ganz großen Frage, ja, wie schaffen wir es denn, unsere Hochschulmitglieder dazu zu bringen, sich auf die Bühne zu stellen und zu slammen? Hat ja nicht jeder schon mal gemacht. Weiß vielleicht auch nicht jeder, wie das geht. Also war völlig klar, wir brauchen auf jeden Fall einen Workshop im Vorfeld, um die Interessierten vorzubereiten auf ihren Auftritt, und wir brauchen auch externe Unterstützung, denn auch wir selbst hatten noch nie auf einer Bühne gestanden und geslammt und könnten das auch nicht vermitteln. Ja, und außerdem war dann auch klar, es sind doch irgendwie zwei Veranstaltungen, die organisiert werden müssen, nämlich der Workshop im Vorfeld und die eigentliche Veranstaltung. Ja, dann gab es bei der Organisation einige Dinge zu beachten. Ein paar davon möchte ich hier auch noch mal vorstellen. Einerseits muss ein Vergabeprozess eingeplant werden, denn es gibt nicht nur einen Anbieter, der Slams organisiert, also nicht in Berlin und eben auch nicht bundesweit. Das sind mehrere. Wir haben es am Ende mit den Berliner Kiezpoeten gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Dann hat so ein Slam in der Regel einen Wettbewerbscharakter. Da haben wir im Team diskutiert, wollen wir das beibehalten? Ist das zu viel gegeneinander unter den Teilnehmenden? Aber auf der anderen Seite erzeugt es natürlich auch Spannung. Und auch fürs Publikum ist es ja toll, wenn da am Ende eine Entscheidung noch getroffen werden kann und ein Sieger gekürt werden kann oder eine Siegerin. Und deshalb haben wir uns dann auch dafür entschieden. Aber das führte dann auch zur nächsten Prämie, zur nächsten Frage. Was bekommt denn der Sieger, die Siegerin am Ende? Auch da haben wir viele verschiedene Optionen diskutiert und für uns war dann am besten ein Dussmann-Gutschein. Für den haben wir uns entschieden. Der war in der Umsetzung unkompliziert und es hatte für uns auch noch einen Bezug zur Bildung. Ganz wichtiges Thema, die Zeitplanung. Da war einerseits die Frage, welchen Abstand wählen wir zwischen Workshop und Event? Denn wenn man das zu lange vorher veranstaltet, den Workshop, da hatten wir Angst, dass die TeilnehmerInnen uns vielleicht abspringen, dass der Spirit irgendwie verloren geht oder dass es dann am Ende auch zu viele Terminüberschneidungen gibt von den TeilnehmerInnen. Wenn wir das aber zu kurz vor der Veranstaltung durchführen, den Workshop, dann war die Frage, schaffen die TeilnehmerInnen es noch, ihre Präsentation zu finalisieren bis zum finalen Auftritt? Also das war schwierig. Wir haben uns am Ende dafür entschieden, das etwa 2 Wochen auseinanderzusetzen. Also Workshop, dann 2 Wochen später das Event. Und wir haben darauf geachtet, beide Veranstaltungen eher am Nachmittag durchzuführen, weil bei uns natürlich vormittags Lehre stattfindet. Ja, Akquise der TeilnehmerInnen. Wen sprechen wir eigentlich an? Wen wollen wir dabei haben? Bei uns war ziemlich schnell klar, wir wollen Lehrende und Studierende dabei haben. Wir haben also beide Zielgruppen angesprochen, weil wir finden, dass auch die Studierenden, die sind ja einerseits selbst von Lehre betroffen, wenn man das so nennen möchte, aber andererseits gibt es ja auch studentische Lehre. TutorInnen haben wir auch viele an der HTW. Insofern wollten wir dieser Zielgruppe auch eine Stimme geben. Und man muss bedenken bei der Akquise, dass es ja eigentlich auch wieder 2 Prozesse sind. Einmal akquiriert man für den Workshop und auf der anderen Seite auch wieder für das Event, das Publikum, was dann zuschaut. Und das haben wir tatsächlich unterschiedlich gemacht, weil es für den Workshop uns wichtig war, dass wir da schon erste Infos abfragen können von den Interessierten, also zum Beispiel Themenvorschläge, dass wir schon so eine grobe Idee hatten, worüber wollen die denn referieren in ihrem Slam. Und sie sollten sich schon bei der Anmeldung bereit erklären, dann am Ende auch auf der Bühne zu slammen, damit wir nicht am Ende ganz viele Workshop-Teilnehmer haben und dann aber bei der Veranstaltung niemand auf der Bühne steht. Ja, und deswegen haben wir uns für den Workshop bei der Anmeldung für ein Anmeldeformular entschieden. Das hat gut funktioniert und für das eigentliche Event haben wir das Ganze über einen Moodle-Kurs gelöst. Das ist bei uns fast schon so ein Standard an der HTW. Genau, beim Ablauf des Slams gibt es natürlich auch einige Fragen, die bedacht werden müssen. Unter anderem, wie viele SlammerInnen darf es denn eigentlich geben, damit das irgendwie eine spannende Veranstaltung bleibt, damit die Leute nicht irgendwann gähnend da sitzen und sagen, oh, wann ist es denn endlich vorbei?
Und was machen wir, wie wählen wir aus, wer slammen darf, wenn es zu viele Interessenten gibt? Wie wird die Reihenfolge der SlammerInnen bestimmt und wie wird am Ende über den Sieg abgestimmt? Und natürlich, welche Wertschätzung bekommen denn diejenigen, die geslammt haben, aber nicht vom Publikum als Sieger oder Siegerin gewählt wurden? Ja, alles spannende Fragen, die aber, glaube ich, jede Hochschule dann auch für sich selbst beantworten muss. Dann ist es wichtig, und das hat sich immer wieder gezeigt, auch schwierig, diesen Schwerpunkt auf Lehre dann auch durchzusetzen. Viele sind es einfach gewöhnt, über ihre Inhalte zu sprechen, ne? Über das, was sie vermitteln wollen. Aber wir wollten ja darüber sprechen, wie es vermittelt wird. Und das muss man immer, immer wieder betonen im ganzen Prozess, damit die Leute das auch wirklich am Ende dann tun. Es hat dann am Ende gut funktioniert bei uns, aber wie gesagt, muss man auf jeden Fall darauf achten. Und auch nicht zu unterschätzen, deswegen auch das Ausrufezeichen, Kommunikation. Es reicht nicht, einmal dazu aufzurufen, macht mit bei unserem Slam, seid dabei. Wir haben das wirklich über Wochen aufgebaut mit vielen unterschiedlichen Kanälen. Der Schwerpunkt war definitiv die Akquise der TeilnehmerInnen für den Workshop, weil ohne die TeilnehmerInnen dort hätte es ja keine Bühnenshow beim Event gegeben. Und das Gute war, sobald dann bei dem Workshop SlammerInnen und Titel feststanden, konnten wir natürlich die Namen und Titel auch nutzen für die Akquise des Publikums. Genau, dann habe ich noch ein paar Beispiele mitgebracht für Kanäle, die wir genutzt haben. Wir haben Landingpages erstellt fürs Event und auch für den Workshop im Vorfeld. Wir haben über interne Kanäle Mailings verschickt, haben dann auch in all unsere Mail-Signaturen so ein kleines Bildchen eingebaut, um auf die Veranstaltung hinzuweisen. Wir haben es in unserem Newsletter platziert, auf unserer Startseite von der HTW-Website. Wir hatten es als Eintrag in unserem Veranstaltungskalender auch auf der Startseite sichtbar. Wir haben auch andere Veranstaltungen, die wir durchführen, genutzt, um Werbung zu machen fürs Event. Die Social-Media-Kanäle der HTW, hier LinkedIn und hier Instagram. Wir haben Plakate platziert am Campus und auch auf digitalen Werbeflächen, die so zu finden waren am Campus. Und last but not least haben wir auch nochmal persönlich die Lehrenden angesprochen, die wir so kannten, wo wir Verbindungen hatten und sie darauf hingewiesen und gefragt, wollt ihr nicht mitmachen, das wird ein tolles Event. Ja, Sie sehen, es ist wahnsinnig viel Zeit und Aufwand in die Vorbereitung geflossen und natürlich liegt da jetzt die nächste Frage auf der Hand, hat sich's denn gelohnt? Und damit übergebe ich. Dankeschön. So, genau, werfen wir einen Blick zurück auf den Teaching Slam und wie der dann auch konkret ausgesehen hat. Ich bin jetzt mal ganz frech und sage vorweg, dass es eine wirklich sehr gelungene Veranstaltung gewesen ist. Bevor ich jetzt aber en Detail auf den Teaching Slam am Tag der Lehre eingehen werde, würde ich auch noch ein paar Worte zu dem Vorbereitungsworkshop sagen, der von den Kiezpoeten bei uns mit den SlammerInnen durchgeführt worden ist. Der hat, wie gesagt, 2 Wochen vor dem Teaching Slam am 15. Mai dann stattgefunden. Wir hatten 10 Teilnehmende bei dem Workshop. Es ging bei dem Workshop ein bisschen um eine Hinführung generell zum Thema Slammen, also vom Poetry Slam zum Science Slam und wie dann eben auch so ein Teaching Slam aussehen kann. Und dann war der inhaltliche Teil zweigeteilt. Es ging einmal um die Performance, also wie bringe ich denn dann meine Inhalte rüber, wie mache ich das gut auf der Bühne. Und der zweite Teil war eben der Content-Teil, also wie verfasse ich dann den Text für meinen Vortrag, wie formuliere ich das auf eine kreative Art und Weise. Wir haben von den Teilnehmenden ganz viel Feedback bekommen, was für uns auch interessant war, was die Argumente für eine Teilnahme waren. Und es war tatsächlich so, dass insbesondere der Aspekt mit der Bühnenpräsenz, also wie kann ich gut performen und auf was muss ich beim Sprechen achten, dass das ein wichtiger Punkt war, dass die Leute gesagt haben, da möchte ich dran teilnehmen. Aber es war auch generell eine Neugier an dem Format und es ist auch einfach eine schöne Gelegenheit gewesen, das eigene Thema zu platzieren. Dann schauen wir jetzt auf das eigentliche Event, den Teaching Slam am Tag der Lehre am 29. Mai. Da haben dann 9 von den 10 Workshop-Teilnehmenden tatsächlich geslammt. Die eine Person musste leider absagen, nicht weil sie sich's anders überlegt hatte. Tatsächlich war ein Bewerbungsgespräch dann dazwischen gekommen. Wir hatten insgesamt 3 ProfessorInnen, 3 Lehrbeauftragte, 1 Alumna, dann hat der Leiter der Zentraleinrichtung Fremdsprachen mitgeslammt und eine Studentin war dabei, was uns besonders
besonders gefreut hat. Der Teaching Slam war insgesamt sehr gut besucht. Das Format kam auch wirklich gut an. Wir haben im Nachgang sehr viel positives Feedback bekommen und auch die SlammerInnen wurden wirklich sehr gelobt und gefeiert in der Veranstaltung und auch danach. Wir haben auf LinkedIn gesehen, dass es diverse Postings gab von den SlammerInnen, aber auch von ZuschauerInnen, schon mit dem Vermerk, dass sie sich aufs nächste Jahr freuen. Und was für uns auch besonders schön war, war, dass tatsächlich bei dem Tag der Lehre dieses Jahr auch Studierende im Publikum waren. Studierende sind immer willkommen gewesen, aber tatsächlich war das jetzt das erste Mal, dass Studierende auch teilgenommen haben. Und zu den Themen lässt sich noch sagen, also zu den Themen, die vorgestellt worden sind, dass die unfassbar vielseitig waren. Es waren Titel dabei wie zum Beispiel Chaos, Kummer, Katastrophen, Kommunikation in der Krise oder Moleküle sind auch nur Menschen oder das Springen im Leben wie ein Känguru. Und damit Sie sich jetzt auch einen besseren Eindruck machen können, haben wir... Eigentlich sollte es jetzt weitergehen. Ein paar Bilder mitgebracht. Hier sehen Sie zum Beispiel die SlammerInnen. Das hier war ein Beitrag, die Begegnung mit dem rosa Elefanten oder wie Kunst die Lehre rettet. Die Beiträge waren insgesamt sehr unterhaltsam und lehrreich und auch in der konkreten Ausgestaltung sehr facettenreich. Also es war wirklich Gedichte, Gesang, kreative Wissensvermittlung, aber auch theaterhafte Beiträge mit dabei. Und hier sehen Sie den Gewinner des Teaching Slams. Sein Beitrag hatte den Titel Wer ist der Held des Hörsaals? Und alle SlammerInnen durften sich aber auch über den Strauß Blumen freuen und natürlich vor allem tosenden Applaus aus dem Publikum. Minuten noch. So, jetzt natürlich auch spannend, wie kann man das Ganze Märchen weitererzählen. Meine Kollegin hat es ja schon angesprochen, das Ganze war in Anlehnung an TEDx gewesen, also eine Veranstaltungsreihe, die immer an unterschiedlichen Hochschulen stattfindet und mit Beitragenden aus Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft. Und unsere Vision ist jetzt auch, dass aus unserem Teaching Slam eine TeachX-Reihe wird, dass andere Hochschulen das Format vielleicht für sich entdecken, dass eine TeachX-Community entsteht, mit dem Fokus darauf, dass über Lehre gesprochen bzw. vielmehr geslammt wird und dass eben SlammerInnen von unterschiedlichen Hochschulen zusammenkommen und ihr können dann in unterschiedlichen Kontexten unter Beweis stellen können. Und das Wichtigste ist, gleichzeitig natürlich Einblick in ihre Lehre gewähren und auch Einblick in die Lehre anderer gewinnen. Der Vernetzungsaspekt ist aus unserer Sicht besonders interessant, weil es immer unglaublich Gewinn bringt, ist Einblicke in die Lehre anderer Lehrenden zu erhalten und das innerhalb der eigenen Hochschule, aber auch über den eigenen Hochschulkosmos hinweg. Und zum Abschluss würde ich noch gern sagen, dass wir der Überzeugung sind, dass der Erfolg, den zum Beispiel Science Slams schon haben, sich auch bei Teaching Slams zeigen wird und es sich daher um ein sehr lohnenswertes Format handelt. Und vor allem ist es ein Unterfangen, Lehre sichtbar zu machen und ihr dieselbe Anerkennung zukommen zu lassen, wie sie bisher überwiegend der Forschung zukommt. Genau. Und damit sind wir schon am Ende. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben, interessiert waren. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben für Fragen. Und auch wenn Sie danach noch Fragen haben, können Sie gerne jederzeit auf uns zukommen. Unsere Kontaktdaten sehen Sie hier nochmal auf der Folie. Vielen Dank. Danke euch beiden. Wir nehmen wieder gerne Fragen auch aus dem anwesenden Publikum. Der Chat verarbeitet noch ein bisschen, auch weil wir hinterher sind. Wir haben eine kleine Zeitversetzung. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals gerade. Das ist überhaupt nicht schlimm. Vielleicht was trinken? Ein Wasser vielleicht? Okay. Ich nehme aber auch gerne mal einen Schluck. Gut, dann nutzen wir die Zeit, um die Frösche zu besänftigen. Genau. Ich habe eine Frage vielleicht zu der Vorbereitung vielleicht. Also ich stelle mir das vor, wir haben das in einer Hochschule, wo ich früher gearbeitet habe, auch in einem ähnlichen Format gemacht. Ich fand es total gewinnbringend, habe aber auch gemerkt, das braucht super viel Vorbereitungszeit und in einer Zeit, wo ganz viel passiert und immer neue Herausforderungen auch auf die Lehrenden zukommen. Wie seht ihr das? Fällt das dann woanders weg? Sind das immer die gleichen, die sich für sowas melden? Wie bekommt man sowas in die Breite? Das ist keine sehr zugespitzte Frage, aber ich frage mich, wo kommt die Energie und die Zeit her in einem sehr
komplexen Ökosystem, wo viele Herausforderungen auf Lehrende zukommen? Ja, gute Frage. Also wir haben ja ein bisschen was gesagt zur Motivation der Lernenden. Die hatten auf jeden Fall Interesse daran, nochmal dieses ganze Thema Bühnenpräsenz auszubauen und waren einfach auch total neugierig auf das Format und haben sich die Zeit genommen am Ende. Klar waren da auch wieder alte Bekannte dabei, die wir auch öfter schon auf dem Tag der Lehre gesehen haben. Es waren aber tatsächlich auch ein paar neue Gesichter und eben, wie gesagt, auch eine Studentin sogar dabei, eine Alumna war auch, ne? Ja. Und eben auch Lehrbeauftragte, die wir auch nicht so häufig sehen. Es sind oft die Profs, die sich dann eben Zeit nehmen für sowas. Ja, aber dieses Format hat wirklich, glaube ich, einfach gut funktioniert und hat irgendwie alle Gruppen angesprochen und das hat uns besonders gefreut. Ich habe auch gedacht, als ich euch zugehört habe und nochmal zurück, auch das Panel, was wir heute Morgen hatten zu Studium 2040, da ging es viel um, wie müssen sich Strukturen verändern, wie muss sich Zusammenarbeit verändern und ich habe mich gefragt, ob nicht so ein ähnliches Format auch toll wäre für Administrationshacks, wenn es dann darum geht, wie wir zu lernenden Organisationen werden können und ob es nicht vielleicht auch ein Format wäre, um Innovationen in die administrativen Strukturen für sich wandelnde Hochschulen zu bringen. Also was sind so Ideen, die ihr habt, dafür, wie das die Hochschulkultur verändern kann. Darüber habt ihr auch schon ein bisschen gesprochen. Ja. Gab es da Geistesblitze, sind daraus Ideen entstanden, wie sich Hochschulkultur verändern kann in der Breite? Na, ich bin ja sowieso immer ein Fan davon, dass so Sachen auch Spaß machen sollten. Ja. Ja, also es muss ja nicht immer der trockene Vortrag, wo man die Folien irgendwie mitlesen kann, die erzählt werden. Da schlafe ich selber auch dabei ein und das möchte ich auch für andere nicht. Und deswegen finde ich das Format einfach super, weil es Spaß macht. Weil es einfach Lust darauf macht, sich mit Dingen zu beschäftigen. Und ich glaube schon, dass man das nicht nur fürs Sprechen über Lehre nutzen könnte, sondern dass man das einfach auch noch in viele andere Themenbereiche ausbauen könnte. Und ich glaube, meine Stimme ist wieder da. Super. Ich glaube auch, dass gerade, also Lehre ist ja eigentlich das Daily Business von Hochschulen. Und wie Jessica das ja auch am Anfang dargestellt hat, es wird einfach viel weniger drüber gesprochen als über Forschung. Und das war jetzt einfach mal ein neuer Ansatz, das sichtbar zu machen. Und unser Wunsch am Lehrenden Service Center ist halt insgesamt, dass Lehre einen viel höheren Stellenwert einnimmt, weil es eigentlich ja das Hauptgeschäft von Hochschulen ist. Ja. Dankeschön. Gibt es Fragen hier aus dem sonnendurchfluteten Gartenraum? Sehr gerne. Können wir einmal das Mikrofon in die mittleren Reihen bewegen? Dankeschön. Mich würde interessieren, Christiane Herzog vom Hasso-Plattner-Institut, mich würde interessieren, wie ihr damit umgeht, dass ihr vielleicht immer wieder die gleichen irgendwie erreicht, also die sowieso irgendwie sich für Lehre interessieren und engagiert sind. Habt ihr da Ideen, weil ich schätze ja immer, ihr wollt es nächstes Jahr wieder machen oder dieses Jahr wieder. Also habt ihr da irgendwie Ideen, wie man eine größere Zielgruppe oder auch welche, die eben eher skeptisch dem entgegenstehen, erreichen könnt? Also ich würde fast behaupten, dass wir das auch schon geschafft haben jetzt dieses Jahr. Ja. Ich hatte das ja auch gesagt, dass wir immer Schwierigkeiten hatten, auch Studierende zum Tag der Lehre zu bekommen. Das war dieses Jahr schon anders. Auch bei den SlammerInnen waren das jetzt nicht nur Leute, die sozusagen immer bei unserem Weiterbildungsprogramm zum Beispiel teilnehmen. Also es waren viele neue Gesichter da. Und auch bei der Veranstaltung selbst waren ganz viele Leute da, die ich persönlich noch nie an der Hochschule gesehen habe. Liegt vielleicht auch daran, dass wir zwei Campi haben. Aber ich glaube schon, dass dadurch, dass das Format ein ganz anderes gewesen ist, das schon der erste Schritt in die richtige Richtung war, um tatsächlich auch mal Leute aus ihren Büros zu locken, die sonst da drin eher sitzen bleiben. Ja. Ja, tatsächlich glaube ich auch, das ist das Geheimnis. Einfach immer wieder neu denken, neue Formate ausprobieren, testen. Und ja, es ist natürlich auch einfach ein Ausprobieren, ne? Try and error am Ende. Und wie gesagt, dieses Format hat in der breiten Masse ziemlich gut funktioniert, war so unser Learning. Da würde ich aber gerne noch mal reinhaken und noch mal konkreter nachfragen, wie waren denn so die Narrative, die ihr benutzt habt? Also wie habt ihr das
beworben und geframed. Also du hattest schon angedeutet, es ging auch so ein bisschen um, das sind die Kompetenzen, die ihr selber stärken könnt. Habt ihr das so incentivisiert oder wie habt ihr das geframed? Weil das ist ja vielleicht auch nochmal interessant, ganz konkret. Genau. Also tatsächlich war das wirklich mit, vor allem als wir den Workshop beworben haben, war das Hauptargument, dass es, also weil ich glaube, man muss immer deutlich machen, was die Lehrenden denn davon haben, dass sie daran teilnehmen. Und das war sehr dankbar bei diesem Workshop, weil Lehrende sprechen auf Konferenzen, da können sie dann auch wieder ihre Forschung auch präsentieren. Also das ist dann ganz unabhängig von Lehre. Das ist einfach, ja, sie sich weiterentwickeln können, wie sie auf der Bühne stehen, wie sie präsentieren, wie sie über ihre Themen sprechen. Und für den Workshop war das wirklich das, was wir auch groß kommuniziert haben tatsächlich. Ja. Und das ist ja auch für Studierende interessant. Also das ist ja nicht nur für die Lernenden ein lohnenswertes Motiv zum Mitmachen. Auch Studierende brauchen das ja sowohl in ihrem Studienalltag, diese Fähigkeit zu präsentieren, als auch später dann im Berufsalltag. Also ja. Ne? Siehe, auch wir präsentieren heute. Also das ist eine Fähigkeit, die ist einfach wichtig in der heutigen Arbeitswelt. Und deswegen haben wir die eben sehr, sehr nach vorne gestellt in der Kommunikation. Eine abschließende Frage noch aus dem Chat. Welche Schlüsse lassen sich aus den Slams auf die dahinter steckende Lehrqualität schließen? Lass das jetzt mal so ganz offen so stehen. Also aus meiner Sicht, die Leute, die sich da jetzt angemeldet haben, die mitgemacht haben, die kriegen alle ein Bienchen, weil die beschäftigen sich einfach mit ihrer Lehre und die wollen ihre Lehre weiterentwickeln. Und das allein ist für mich schon ein Qualitätsaspekt. Und deswegen würde ich sagen, alle, die mitgemacht haben, haben am Ende garantiert auch eine ziemlich hohe Qualität in ihrer Lehre. Also es hat sich ja auch an der Art und Weise gezeigt, wie die vorgetragen haben. Also da hat man einfach auch schon gemerkt, dass das nicht Lehrende sind, die sich einfach vorne hinstellen und Frontalunterricht machen, weil allein die Art und Weise, wie sie bei dem Slam vorgestellt haben und auch vorgestellt haben, wie sie lehren, zeigt ja schon, dass sie wirklich auch anders mit ihren Studierenden agieren in ihrer Lehre. Also ich würde schon auch dazu stimmen, dass es vielversprechend auf jeden Fall ist. Dankeschön, sehr herzlichen Dank. Wir beschließen das mit Applaus und dann. Vielen Dank. Danke.